Ja, der könnte sogar hinhauen. Gerhard Schröder in seiner niedersächsischen Heimat. Außer Dienst. Es könnte so schön sein. Wäre da nicht seine problematische Freundschaft mit Putin? Ist das so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ja, gut. Weniger mit diesen Auseinandersetzungen. Die haben ja nur was mit diesem Krieg zu tun, der da geführt wird. Den ich öffentlich abgelehnt habe, will aber keiner wissen. Aber gut, darum geht's nicht. Natürlich schafft das eine neue Situation. Eine, die jedenfalls nicht auf dem Golfplatz behandelt werden sollte. Der Film blickt zurück auf Schröders Versuch, kurz nach Kriegsausbruch zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Die Mission scheitert. An Putin hält er weiter fest. Warum, bleibt unbeantwortet. Haben Sie denn auch gefragt, wieso er das überhaupt angefangen hat? Also, hören Sie mal, wir machen doch hier kein Märchen. Es geht doch nicht um eine moralische Frage da. Es geht darum, einen Konflikt zu beenden. Das Aber das nutzt doch klar. Überhaupt nicht, wenn man da anfängt zu moralisieren. Nicht nur zu Russland pflegt der Ex-Politiker Kontakte, sondern reist auch nach China. Gibt sich staatsmännisch mit entsprechendem Empfang. Sie setzen sich für deutsch-chinesische Beziehungen ein. Sind Sie sozusagen der Lieblingsdeutsche bei den Chinesen? Das weiß ich nicht. Das würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber ich habe einen wunderbaren Ehrentitel. Der heißt Alter Freund des chinesischen Volkes. Den gibt's eigentlich offiziell gar nicht. Gibt auch kein Abzeichen dafür. Aber so wird man gelegentlich begrüßt. Und ich bin ganz stolz darauf. Der Altkanzler im Ausland hofiert, im Inland im Abseits. Mit Ratschlägen für die Regierung hält Schröder sich zurück, versetzt lieber Seitenhiebe. Wie gehen Sie denn inhaltlich mit der Frage um? Ist Xi Jinping als Diktator zu bezeichnen? Ob man als deutsche Außenministerin das Staatsoberhaupt Chinas so bezeichnen sollte, ist eine Frage, die auch mit Professionalität zu tun hat. Und die ist offenkundig im Auswärtigen Amt eher unterentwickelt. Gegenwärtig. War ja nicht immer so. Ja, natürlich. Seine eigene Partei wollte ihn ausschließen, ohne Erfolg. Trotz allem machen ihn 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft stolz. Von der aktuellen Führung aber hält er wenig. Ich habe es mal auf der Website der SPD gesehen. Unter wichtigen Personen, da tauchen Sie nicht mehr auf. Also es ist so ein bisschen revisionistisch fast. Aber schauen Sie, das sind doch armselige Gestalten, die so etwas verursachen. Was soll man davon halten? Wenn es dann einen Generalsekretär, der müsste ja verantwortlich dafür sein, gibt, der das für notwendig hält, ein armer Wicht, mehr doch nicht. Soll ich mich darüber aufregen? Nein. Die SPD ist größer als diese Leute. Ach, das war wieder der übliche Fehler, den ich gelegentlich mache. Ob er auch politisch mal daneben gelegen hat, eine Frage, die Schröder mit seinen fast 80 Jahren offenbar nicht sonderlich beschäftigt. Nochmal mit Ihrem Mann.